Hallo zusammen. Mittlere und lokale Änderungsrate Teil 2. In diesem Fortsetzungsvideo möchte ich jetzt zeigen, wie man die lokale Änderungsrate ganz exakt bestimmt, und zwar mit Hilfe des sogenannten Differentialquotienten. Ja, erinnert euch an den ersten Teil. Wir haben jetzt hier nochmal eine neue Funktion, x hoch 3 plus 1, und du kennst bereits die Begriffe mittlere Änderungsrate, und zwar, wenn ich das Intervall von 2 bis 3 betrachte und dann hier die entsprechenden Punkte auf dem Graphen miteinander verbinde, dann habe ich eine sogenannte Sekante, und die Steigung dieser Sekante drückt die mittlere Änderungsrate in diesem Intervall aus, von der Funktion f. Und wenn ich dagegen die Tangente an den Graphen, die eindeutig bestimmte Tangente, an der Stelle zum Beispiel x gleich 2 betrachte, dann drückt deren Steigung die lokale Änderungsrate der Funktion aus, an der Stelle x gleich 2. Ja, und wie lässt sich die jetzt exakt bestimmen? Wir gehen erstmal wieder von der Steigung der Sekante aus. Dafür hatten wir ja bereits eine Formel. Das würde also in diesem Falle heißen f von 3 minus f von 2 durch 3 minus 2. Ja, Delta y durch Delta x hatten wir alles besprochen. Ja, und wie kommen wir jetzt zu der Steigung der Tangente? Wir machen mal folgendes Gedankenexperiment. Ich ersetze mal 3 durch x, durch eine Variable. Also auch hier. Statt 3 schreibe ich x. Und x soll sich jetzt der Zahl 2 annähern. Soll also der 2 beliebig nahe kommen. Was passiert dann, wenn dieses x auf die 2 zugeht? Mit anderen Worten, wenn dieser Punkt hier auf diesen Punkt zugeht, dann wird diese schwarz eingezeichnete Sekante sich immer mehr der grün eingezeichneten Tangente annähern. Die wird also annähernd gleich aussehen. Und statt jetzt wirklich einzelne Werte einzusetzen, wie wir es im ersten Teil des Videos gemacht haben, also man könnte natürlich jetzt für x 2,1, 2,01, 2,001, also immer exakter, immer näher an die 2 heranrücken. Stattdessen machen wir es jetzt einfach so, dass wir den Limes berechnen. Den Limes, und zwar für x gegen 2. Und nichts anderes ist der Differentialquotient. Das hier nennt man jetzt den Differentialquotienten, während das hier ja der Differenzenquotient ist. Differenz oben, Differenz unten, insgesamt ein Quotient, nennt man diese gesamte Packung eben mit dem Limes Differentialquotient. Mit anderen Worten, der Differenzenquotient gibt die Steigung einer Sekante wieder, und der Differentialquotient, wenn er denn existiert, darüber sprechen wir später noch, gibt die Steigung einer Tangente wieder. Also Differenzenquotient ist mittlere Änderungsrate, Differentialquotient ist lokale Änderungsrate. Ja, was heißt, dass der Limes überhaupt existiert? Wir müssten ja eigentlich exakterweise erstmal den Grenzwert für x gegen 2 von links betrachten, dann den von rechts, und nur wenn die beiden übereinstimmen, dann kann man von der Existenz des Differentialquotienten sprechen. Und ich werde später nochmal einen Graphen skizzieren, wo das nicht der Fall ist. Hier wird es jetzt klappen, hier wird ein Grenzwert rauskommen, und ich erkläre jetzt einfach mal den Rechenweg. Ich werde danach übrigens noch einen zweiten Rechenweg präsentieren, die sogenannte H-Methode, aber jetzt machen wir erstmal den direkten Weg. Also, f von x minus f von 2, hier jetzt auf diesen konkreten Term angewandt. Dann habe ich den Limes von x hoch 3 plus 1.
Und davon ziehe ich ab. F von 2, jetzt muss ich also 2 einsetzen, das ist dann 8 plus 1. Und das Ganze wird geteilt durch x minus 2. Vereinfachen wir mal den oberen den Zähler, dann erhalten wir Limes x hoch 3. Gut, plus 1, wenn ich die Klammer auflöse, habe ich hier minus 1, das hebt sich auf. Dann habe ich also x hoch 3 minus 8 geteilt durch x minus 2. So, jeweils für x gegen 2. Kann ich an der Stelle schon den Limes bestimmen? Schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt mal 2 in den Zähler einsetze, bekomme ich 0. Das heißt, der Zähler geht gegen 0 und der Nenner geht ebenfalls gegen 0. Das hilft uns nicht weiter. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Was ich machen kann in so einem Fall, und ich erkläre gleich auch, warum das immer funktioniert, ich kann jetzt einfach Polynomdivision durchführen und dadurch den Nenner verschwinden lassen. Ich mache es erstmal und dann erkläre ich, warum es funktioniert. Das heißt, ich schreibe jetzt diesen Quotienten hier, ja, der Bruchstrich bedeutet ja einen Quotienten, schreibe ich jetzt als geteilt x hoch 3 minus 8. Statt Bruchstrich schreibe ich geteilt, bedeutet dasselbe. Aber in der Form kann ich jetzt die Polynomdivision durchführen. Keine Angst, auch dazu gibt es ein Video, falls du es vergessen hast, da kannst du es vielleicht davor nochmal auffrischen. Ich mache es jetzt einfach mal, ohne allzu viel zu erläutern. X hoch 3 geteilt durch x ist x². X² in die Klammer rein multipliziert ist x hoch 3 minus 2x². Das wird von oben abgezogen. X hoch 3 fällt raus, das ist klar. So, minus minus 2x² heißt schon mal plus 2x². Aber hier oben steht ja gar kein x². Das verwirrt manche Schüler. Denkt dir in so einem Falle einfach 0x². Ja? Da oben steht 0x² plus 2x², heißt also im Ergebnis plus 2x². Nochmal, warum plus? Minus, minus. So, dann hole ich also noch minus 8 von oben runter und gehe in die zweite Runde. 2x² durch x ist 2x. In die Klammer rein multipliziert ergibt sich 2x² minus 4x. Das ziehe ich wieder ab. Die x² fallen raus, das ist klar. Minus minus 4x ergibt plus 4x. Auch hier, so wie vorhin, oben steht kein x. Also denke ich mir 0x und davon eben plus 4x, also minus minus 4x plus 4x. Ergibt 4x und die 8 wieder abgeschrieben, minus 8. Ja, 4x durch x ergibt 4. In die Klammer rein multipliziert ergibt 4x minus 8. Und wie versprochen geht das auf, da bleibt also kein Rest. Und damit kann ich statt diesem Bruch hier einfach das Ergebnis der Polynomdivision schreiben. Das heißt, das hier war jetzt eine Nebenrechnung. Schreiben wir mal nr für Nebenrechnung. Und jetzt kann ich den Limes eben fortsetzen. Ist gleich Limes für x gegen 2 von diesem Ergebnis hier. Von x² plus 2x plus 4. Bevor ich weitermache, möchte ich nochmal, wie versprochen, erklären, warum das immer klappt. Warum es hier klappt, warum ich hier schon wusste, dass diese Polynomdivision aufgeht. Es ist ganz einfach. Es hat mit diesen Nullern zu tun. Ich weiß, dass 2, also x gleich 2, eine Nullstelle des Zählers ist. Weil es kam ein Null raus. Und ebenfalls eine Nullstelle des Nenners. Okay, aber jetzt geht es um den Zähler. Wenn ich weiß, dass x gleich 2 eine Nullstelle des Zählers ist,
dann kann ich diesen Zähler durch x minus dieser Nullstelle, also x minus 2, teilen. Das hast du mal gelernt, als es um die sogenannten Polynome ging. X hoch 3 minus 8 ist ein Polynom und wenn man von diesem Polynom eine Nullstelle kennt, dann kann man dieses Polynom restlos teilen durch, in Klammern, x minus Nullstelle. Das klappt immer. Und darum war völlig klar, dass diese Polynomdivision aufgeht. So, was hat uns das gebracht? Ich habe diesen Nenner jetzt verschwinden lassen und jetzt kann ich x gegen 2 gehen lassen und dann sehe ich, 2 zum Quadrat ist 4. Also der erste Teilterm geht gegen 4. 2 mal 2 ist ebenfalls 4. Also auch der zweite Teilterm geht gegen 4. Hier steht schon 4. Also ist der Limes insgesamt 4 plus 4 plus 4, also 12. Und was bedeutet diese 12 nochmal? Naja, das ist jetzt eben die Steigung dieser Tangente. Also das hier ist mt. Auf exakte Art und Weise bestimmt als Grenzwert. Das heißt, der Differentialquotient existiert. Es gibt ein Ergebnis, nämlich 12. Und damit habe ich meine Tangentensteigung.